Herzlich willkommen zu unserer Vorschau zum großen Preis von Spanien. Ralf und ich, wir melden uns zurück. Haben uns farblich tatsächlich um unseren Spanisch angezogen. Ja, wobei du bist eher orange, ich rot. Auf jeden Fall die gleiche Farbfamilie. Hi Ralf. Hallo. Ja, der große Preis von Spanien steht an. Darüber sprechen wir gleich. Ich weiß ja auch, dass du ein großer Fußballfan bist. Gestern hat Deutschland ja 2 zu 0 gewonnen. Wenn ihr nur über Formel 1 informiert werden wollt, könnt ihr ein bisschen nach vorne spulen. Ich markiere euch das auch gerne in der Timeline. Wir reden mal kurz über die EM. Wir haben ja noch gar nicht über Fußball gesprochen, die Tage, Ralf. 6 Punkte hat Deutschland jetzt. 7 zu 1 Tordifferenz. 7 Tore hatten wir noch nie in der Vorrunde geschossen. Sieht ganz gut aus für Deutschland, ne? Ja, überrascht mich nicht. Ich bin ja nicht nur Fan, sondern Fußball ist eigentlich mein Sport. Ich habe mal bei Eintracht Frankfurt gespielt in der Jugend, ein bisschen mehr als in der Jugend, deshalb ist das wirklich mein Sport. Und weiß darum, ein bisschen was mit anzufangen. Formel 1 bin ich nie gefahren, im Gegensatz dazu, aber egal. Nee, überrascht mich nicht. In der Offensive haben wir den besten Kader, da lasse ich auch nicht mit mir reden. Es geht hier um Potenzial und ein Maximum, das da ist, was man abrufen kann. Wir haben mit Wirtz, Musiala 2 Raketen, Sané eine Rakete, Füllkrug so eine richtige 9, also Gündogan und so weiter. Also wundert mich jetzt nicht. Hat mich eher gewundert, dass sie ihre PS noch nicht auf die Straße gebracht haben. Also geht in die richtige Richtung, heißt aber noch gar nichts, weil ab Achtelfinale brauchst du ein bisschen Glück und ist auch Tagesform entscheidend. Und wir haben ja gesehen, zum Beispiel im Spiel Türkei gegen Georgien, auf dem Papier eigentlich ein Spiel, das man nicht unbedingt angucken musste. Ich habe es zum Glück getan. Es war wundervoll, wie die marschiert sind nach vorne. Es gibt keine Kleinen mehr, eindeutig. Also, ich bin zufrieden, begeistert und ja, die werden schon ihren Weg gehen. Ja, also für mich war auch der erste Gruppenspieltag generell besser als erwartet. Dachte, da werden mehr Remis dabei sein, ein bisschen mehr abtasten, da ja auch die 4 besten Gruppen Dritten weiterkommen. Aber das haben wir gar nicht so gesehen. Also viele Tore, viel Mut, viel offensive Spielfreude hatten wir dabei. Nochmal auf Deutschland zurückzukommen, wer waren da für dich so die Namen, die herausstachen bisher? Eigentlich alle. Das Team ist wirklich ein Team. Toni Kroos natürlich, aber das wundert mich jetzt auch nicht. Er ist halt ein Regisseur der alten Schule. Gündogan macht seinen Job super. Auch die Torwartfrage Neuer, überhaupt ihn zur Diskussion zu stellen, fand ich lächerlich. Nee, nee, die machen alle ihr Ding, auch die Stuttgarter. Und ich sehe da, um es anders, überhaupt keinen negativen Ausfall. Also wirkt schon sehr gut und gefestigt vor allen Dingen. Und ich behaupte mal, früher hat man ja gesagt, die Defensive gewinnt, die Offensive gewinnt Spiele und die Defensive Meisterschaften. Ich glaube, bei den Deutschen hoffentlich sehen wir, dass die Offensive die Meisterschaften, also das Turnier auch gewinnt. Überraschungen blieben eigentlich auch fast gänzlich aus, außer Gruppe E, da hatten wir ein paar. Belgien hatte verloren und die Ukraine auch 3 zu 0 gegen Rumänien. Da wird es nochmal richtig interessant. Ansonsten, wer sind für dich so bisher die Nationen, auf die man achten muss? Ja gut, heute Abend kann man Spanien und Italien mal richtig einordnen, wenn die gegeneinander spielen. Die Spanier haben 3-0 gegen Kroatien gewonnen, souverän gespielt. Ihr Tiki-Taki halt, passsicher und alles. Die Kroaten sind vielleicht altersmäßig und vom Willen her ein bisschen über ihren Zenit. Das merkt man ein bisschen. Die haben auch gegen Albanien Probleme gehabt. Und Italien halt eine junge Mannschaft, die sich aufopfern, ich sag mal, für ihr Vaterland, die hat man noch nicht so auf dem Papier, aber die halte ich auch für sehr, sehr gut, besonders weil die auch ein Team sind. Also wie gesagt, Spanien, Italien kann man heute besser einordnen, wenn die gegeneinander spielen. England, ja, da bin ich bei Christoph Kramer. Es ist fast skandalös, was die aus ihrem Kader machen. Die spielen wirklich so ein bisschen Fußball mit dem Kondom, würde ich das mal nennen. Die schränken sich ein bisschen selbst ein in ihrer Stärke, habe ich gesagt, warum auch immer. Aber wie gesagt, ich finde unsere Jungs gut. Ich bin Fan von Frankreich und Mbappé. Um jetzt auf die Formel 1 zu kommen, es hat ihm keiner gesagt, dass er diese Message geben soll, Instagram, das ist wichtig. Es gibt als Fußball in Frankreich
am Scheideweg steht gegen die Rechtspopulisten, da hat er Politik gemacht, fand ich total großartig von dem Jungen oder von dem jungen Mann. Es hat ihn keiner gefragt. Normal sagt man ja, man soll Sport und Politik trennen, aber ich fand das super, was er da gemacht hat. Das wünsche ich mir von Formel-1-Fahrern eigentlich auch mehr. Weil ich meine, Mbappé in Frankreich, der hat Follower, der ist der Superstar, der hat genau gewusst, was er dann macht. Hut ab, toll. Ja, und in den heutigen Zeiten, auch gerade wenn man die Wahlergebnisse sieht, muss man auch den Sport mit einbeziehen bei sowas, oder? Ja gut, wir haben eine Demokratie und freie Wahlen, aber er hat halt auch eine Meinung und warnt davor, dass es diesen Rechtsdruck halt gibt, auch in Frankreich. Und ja, wie gesagt, da kann man jetzt mich da zerreißen in der Luft für. Ich finde es super, dass er das gemacht hat. Das war auch ganz be positiv berechnend. Der wusste genau, was er da erzählt und Hut ab. Toll gemacht. Dass unser 5-Minuten-Ausschweif zur EM, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, gerne in meine Kommentare schreiben an dieser Stelle. Und Ralf, ja, wir kommen jetzt zur Formel 1. Spanien spielt heute Abend, ne? Also, da geht dann auch die Formel 1 weiter. Wir fahren natürlich wieder auf der alten Variante, heißt die Außenvariante, die Schikane wird ausgelassen, diese Enge rechts, einfach was kein Fahrer gemacht hat, was auch beim Überholen nicht geholfen hat, letztlich, weshalb man diese Änderungen ja damals eingeführt hat. Ja, wer ist für dich Favorit in Spanien? Also, du hattest ja schon mal Red Bull erwähnt, aber ist ja jetzt schon ein bisschen enger geworden an der Spitze. Ja, es ist enger geworden, aber die letzten drei Rennen waren ja auch bekanntlicherweise keine Red Bull-Strecken. Das Auto war nicht so geschaffen für die hohen Randstände, die du in Monaco hattest, teilweise in Imola und in Kanada. Also die Stärken des Red Bull konnte er da nicht so richtig ausspielen. Barcelona ist wieder anders, ultimative Teststrecke für die Aerodynamik. Da weiß man, was ein Auto für einen Abtrieb entwickeln kann, was nicht. Eigentlich auf dem Papier eine Red Bull-Strecke. Deshalb wird spannend zu sehen sein, ob die anderen wirklich so nahe gekommen sind, aufgrund oder das ist doch ein bisschen streckenspezifisch. In Barcelona werden wir es wissen. Also normalerweise geht kein Weg dran vorbei, dass ein Red Bull natürlich Max Verstappen, wenn man so die Historie sieht und die Leistungsvergleich mit den Teamkollegen, ist er absoluter Top-Favorit. Mehr als in den drei Rennen zuvor. Muss man so sehen. Und McLaren hat sich eigentlich ja schon, muss man sagen, als nicht Nummer 2 erwiesen, aber als Verfolger dranbleiben zu können auf mehreren Streckentypen. McLaren schnell unterwegs gewesen. Ferrari ist noch so ein bisschen ein Fragezeichen hinter. Und jetzt haben wir natürlich auch noch Mercedes, ne? In Kanada ganz stark gewesen. Wird sich auch zeigen, ob es eine Eintagsfliege war oder. Naja, das Spannende jetzt in Kanada war Monaco, der Sieg in Monaco von Leclerc, von Ferrari ein Ausraster nach oben oder war Kanada, wo sie wirklich nirgendwo waren, ein Ausraster nach unten? Barcelona wird das zeigen. Ich glaube, die werden wieder gut sein. Gut heißt, sie werden so um Platz 2, 3, 4 fahren im Qualifying und dann muss man im Rennen gucken, wie sie mit dem Reifen klarkommen. Barcelona ist besonders was vorne links, denn Vorderreifen betrifft schon ziemlich strapazierend für die Pneus und aber Ferrari ist ja auf einem guten Weg. Also ich glaube, die werden wieder zur Altersstärke zurückfinden, werden nicht ganz so gut sein, um Verstappen gefährden zu können. Die andere spannende Frage ist, war Mercedes genau wie Ferrari in Monaco ein Ausraster nach oben oder unten, Kanada genauso ein Ausraster nach oben? Ich glaube, die sind auch auf einem guten Weg. Barcelona ist für Mercedes jetzt wirklich eine harte Teststrecke, um zu zeigen, dass ihre neuen Teile und ihr Verständnis von dem Auto, das lange Zeit gefehlt hat, jetzt wirklich da ist. Das ist auch eine spannende Frage. Und natürlich ist es ja eine weitere Bewerbungsfahrt, um Max Verstappen zu kriegen. Das heißt, die müssen performen, damit Max Verstappen das Vertrauen hat, schon nächstes Jahr zu Mercedes gehen zu können. Genau, das ist auch weiterhin ein spannendes Thema, die Transferpolitik in der Formel 1 bilden. RTL hat uns schon vermeldet, dass Antonelli fix ist bei Mercedes. Bisher bleibt die offizielle Bestätigung des Rennstalls aus und du hast auch deinen Senf dazugegeben, dass das auf jeden Fall noch nicht in trockenen Tüchern ist. Nein, die haben da einfach, RTL hat nicht zugehört, Bild hat es gleich übernommen. Ich will jetzt nicht Kollegen kritisieren, aber die haben anscheinend Totos Interview bei Sky Deutschland da als Basis genommen, das zu schreiben, wo er gesagt hat, wir setzen auf Antonelli, der ist wichtig für die Zukunft, so sinngemäß. Aber den entscheidenden Satz, den haben sie irgendwie überhört. Er hat gesagt, naja, aber entschieden ist noch gar nicht, es gibt ja noch den einen oder anderen, der interessant ist. Verkürzen wir das, der eine oder andere ist für ihn ganz klar Verstappen, Mercedes will ihn und will ihn überzeugen, schon nächstes Jahr ins Team zu wechseln. So.
Und darum geht's. Mittlerweile hat Ralf Schumacher, mein geschätzter Freund und Kollege, natürlich auch die These aufgestellt bei Sky, warum nicht Antonelli und Verstappen? Russell hat schon einen Vertrag bis Ende 26, aber er macht seiner Meinung nach ein bisschen viel Fehler in letzter Zeit. Er bezeichnete ihn, er war mal ein Supertalent. Auch lustige Formulierung. Das heißt, der schließt noch nicht mal aus, dass Antonelli fährt und Verstappen sein Teamkollege wird. Also da scheint alles offen zu sein und da wird jetzt von Mercedes weder ein Dementi kommen noch eine Bestätigung. Die werden versuchen, Russell natürlich in der Öffentlichkeit zu schützen, aber das heißt gar nichts. Das wird man jetzt sehen. Das wird sehr spannend zu beobachten sein in der Zukunft. Russell, das ist ein guter Punkt, da habe ich auch neulich mal drüber nachgedacht. Also für mich ist er auch ein bisschen overhyped, wie man Neudeutsch ja auch gerne sagt. Also bei Williams hat er jetzt auch nicht immer so die Megateam-Kollegen, die Nachwuchsklassen ist er jetzt auch nicht so durchgepflügt, wie andere es gemacht haben. Ist er vielleicht für dich auch ein bisschen überschätzt? Nee, der war schon sehr gut. Aber das Problem ist, dass wirklich in der Formel 1, besonders dann, wenn du ein Auto hast, wo du Rennen gewinnen kannst und das Podium, da trennt sich dann wirklich der mentale Spreu vom Weizen. Und da hat er mich noch nicht ganz überzeugt. Nachwuchsklassen war er super. Auch bei Williams hat er gezeigt, er kann es. Aber diesen Sprung, der fällt ihm noch ein bisschen schwer. Ich meine, er sieht gut aus gegen Hamilton, aber er neigt schon zu Fehlern, will ich nicht sagen. Oder sagen wir mal so, er neigt unter Druck ein bisschen nervös zu werden oder seine Gefühle nicht unter Kontrolle zu haben. Er hat eine Kollision mit Alonso in Australien gehabt, da wurde Alonso zwar viel bestraft, aber ganz ehrlich, er war das Auto, das von hinten kam, der hätte wissen müssen, was Alonso da macht. Dann hat er mal bei Williams noch eine Kollision mit Bottas gehabt, da ging es auch ein bisschen darum, dass beide wussten, ich will den Mercedes haben, Bottas dachte, das ist Russell bei Williams, der mein Auto haben will. Das spielt ja alles eine Rolle, aber da waren sie sich auch nicht so einig. Also dann ist er in Singapur mal auf dem Weg zum Sieg, will ich nicht sagen, aber er hat den Spitzenreiter Sainz letztes Jahr gejagt, auch ohne Bedrängnis selbst in die Mauer gefahren. Also da sind schon einige Dinge, die muss er abstellen. Weil so viele Fehler werden auf diesem Niveau nicht verziehen und die vergisst man auch nicht. Oh, waren schon ein paar dabei, genau, in Singapur letzte Runde ausgefallen. Ja, das ist, bleibt spannend in der Formel 1, was da passiert. Und ja, vielleicht ja sogar dann Verstappen und Antonelli bei Mercedes, dann das wäre ja auch eine heftige Paarung. Ja, es ist Aber jetzt nicht ja. unmöglich. Ich sage nicht, dass es passiert, aber Ja. ich will ja gar nichts ausschließen im Moment. Das hat man schon alles gehabt in der Formel 1. Ja, wie ist da die Situation eigentlich gerade von Carlos Sainz? Der muss immer noch auf den Move von Verstappen warten, oder? Ich glaube, er wartet nicht mehr, sondern meiner Meinung nach habe ich hinter den Kulissen erfahren, ist die Entscheidung pro Williams gefallen. Die bieten ihm wohl einen langjährigen Vertrag an, allerdings mit einer Performance-Klausel, die ihm ermöglicht, nach einem Jahr wieder rauszugehen und dann genau das zu machen, was er hofft, nämlich gucken, ob bei Red Bull oder Mercedes ein Platz frei ist. Also ich habe das Gefühl, oder ich bin mir ziemlich sicher, er hat bei Williams schon zumindest den Handschlag gegeben, dass er da fahren wird. Das heißt, er wird dann für Audi kein Thema mehr sein. Und jetzt geht weiter. Wen nimmt Audi? Ich war in Le Mans, da hat Gasly zum Beispiel intern gesagt, er hat zwei unterschriftsreife Verträge vor sich, einmal von Alpine, einmal von Audi. Also sauber, sauber Audi. Und es wird interessant sein zu beobachten. Also wie gesagt, für mich ist es Sainz bei Williams. Muss man nicht verstehen, aber es ist seine Sache. Ich kann seine Argumente nachvollziehen. Aber ein bisschen träumerisch sind sie schon. Aber wie gesagt, das ist der Blick von außen. Entscheiden muss er selbst und vielleicht weiß er ja mehr als wir. Da wird es sehr interessant sein, was Audi dann macht, ne? Also, was kannst du dir vorstellen? Warten die da einfach nochmal ein Sehr gut, wir Jährchen? reden jetzt mit Ocon, mit Gasly. Ich glaube, dass sie ihre aktuellen Fahrer Bottas und Zhou nicht behalten wollen. Dafür wird zu, ich will nicht sagen, die werden die zu viel kritisiert, aber gerade im Qualifying wird die Stärke von einem Hülkenberg zu sehr gepriesen, was im Umkehrschluss lautet, das fehlt denen im Moment. Gerade wenn es so eng ist und zwei, drei Zehntel schon über fünf, sechs, sieben Startplätze entscheiden können. Also würde mich wundern. Audi hat Probleme, Fahrer zu finden. Sainz ist ein gutes Beispiel. Wer weiß, vielleicht machen sie am Ende dann doch den Move und sagen, komm, Mick Schumacher hat einen super Job in Le Mans gemacht. Wir
schmeißen mal diese Vorurteile über den Haufen, für die hauptsächlich Günther Steiner gesorgt hat, ohne jetzt Mick Schumacher gleich mit seinem Vater zu stellen und sagen, wir haben Hülkenberg, wir haben Schumacher, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Ich will es auch nicht mehr ausschließen, aber wahrscheinlich ist es nicht. Also, warum sollte Gasly zu Audi gehen? Er ist ja sein Erzfeind bei Alpine losgeworden, nämlich Ocon. Also würde ich behaupten, mal wird er bei Alpine bleiben. So, mit wem redet dann Audi noch? Natürlich Ocon, der auch wiederum mit Haas redet. Also, es wird spannend werden. Entschieden ist noch gar nichts. Wo siehst du nur die ersten Chancen für Mick aktuell? Eher bei Alpine oder bei Audi? Ja, bei Alpine auf jeden Fall. Ja, da Weil er ist halt macht einen Verbindung super da. Job. Da muss man nicht die Alpine-Ingenieure auch Bruno Vermeil, der für beide Projekte Formel 1 und Le Mans zuständig ist, sieht, was er muss nicht auf Gerüchte hören, muss nicht auf Sprüche hören von anderen Teamchefs, sondern sieht ganz knallhart an den Zahlen live, was Mick leisten kann das übertragen auf ein Formel 1 fahren und die sind sehr zufrieden mit ihm, was auch immer das heißt, und er steht ja auf jeden Fall auf der Liste. Also da sind die Chancen am größten, eindeutig. Kann dann auf jeden Fall von dem Zusammenknall von Ocon und Gasly am Ende eventuell profitieren. Du warst da auch in Le Mans vor Ort. Hast du Mick Schumacher da Ja. ein bisschen beobachten können? Was macht da aktuell für einen Eindruck auf dich? Einen sehr, sehr guten. Es ist so, als hätte irgendwas Klick gemacht. Er kommt viel selbstbewusster rüber, offener als früher, ohne arrogant zu sein. Kommt das vor, dass jetzt der Mick Schumacher vor mir sitzt und nicht mehr der Sohn des Rekordweltmeisters, so muss man plakativ abzukürzen. Also der weiß, was er will. Er weiß auch, wie schwer es ist und dass er Leistung bringen muss, egal wie sein Nachname ist und die Legende seines Vaters strahlt. Also ich habe da einen guten Eindruck gehabt in Le Mans, muss ich sagen. Und wenn er das umsetzt, man hört auch bei Mercedes, dass die Tests viel besser waren, als man nach außen sagen will. Also ich denke, er ist auf einem guten Weg. Ja, da sind wir dann mal gespannt, was die Formel 1 Zukunft für Mick Schumacher bringt. Ja, dann genau, bleiben wir auch nochmal beim Thema Alpine. Da gibt es ja auch die Gerüchte, dass das Team ab 2026 keine eigenen Motoren für das neue Reglement dann bauen will, sondern dass man da eventuell auf eine Mercedes-Lösung setzt. Das will der Renault-Boss Luca de Meo veranlassen. Über den Weg Briatore. Was hast du da zu berichten? Ja, das ist jetzt ein bisschen arg zusammengefasst. Grundsätzlich fangen wir mal so an. Di Meo ist ein cleverer Kerl. Der war früher bei Audi, der weiß genau, um was es geht in der Formel 1 auch. Und er sieht, dass die Motorenfabrik in Viry halt überaltet ist. Die war State of the Art in den 90ern, hat Renault die besten Motoren gebaut, aber seit der Hybrid-Ära haben sie irgendwie den Anschluss verpasst. Da geht es gar nicht um die Ingenieure, die gut sind. Es geht um die Fabrik selbst, welche Möglichkeiten die haben, welche Simulationsprogramme, welche Prüfstände und so weiter, etc. Und da hinken sie halt hinterher, das weiß der auch. Und dann musst du entscheiden, investierst du nochmal im dreistelligen Millionenbereich in die Motorenfabrik, weißt aber dann trotzdem nicht, ob das funktioniert, oder gehst hin und sagst, okay, wir lassen den Motor von jemand anders liefern. Und verkaufen uns trotzdem als französisches Team, mehr noch als europäisches Team. Er hat einen öffentlichen Brief oder Dokument 20 Seiten lang im März geschrieben an die Wirtschaftsführer, politischen Wirtschaftsführer in Europa und hat gesagt, die Automobilhersteller müssten enger zusammenarbeiten. Er stellt sich da, marketingmäßig fand ich das sehr, sehr interessant und auch genial formuliert, so ein Airbus auf vier Rädern vor. Wenn man das überträgt, kann er das natürlich dann auch, wenn Alpine zum Beispiel einen Mercedes-Motor bekommt, was laut Reglement möglich wäre? Auch Honda und Ferrari wären möglich, sogar Audi. Aber Mercedes hat halt 26 Kapazitäten, weil sie Aston Martin an Honda verlieren und praktisch Renault 1 zu, oder Alpine 1 zu 1 ersetzen könnten damit. Also, Di Meo könnte das schon so als Vision verkaufen. Schaut, das ist eigentlich mehr so ein europäisches Auto unter französischer Flagge geführt, aber so eine Art Airbus. Also, marketingmäßig ist das schon eine geniale Idee, die er dann nach außen jetzt erstmal für PKWs verkauft hat. Das kannst du aber natürlich in der Formel 1 ganz locker
auch übertragen und sagen, hier, das ist halt die Vision, die ich hatte und wir versuchen die jetzt mal umzusetzen. Wäre auch kein schlechter Schritt. Man hört ja, dass Mercedes schon einen kleinen Vorsprung haben soll. In der neuen Generation 2014 waren sie ja auch mit dem besten Motor ausgestattet, als das neue Motorenreglement griff. Und es würde auch passen, denn die haben mal ein Kundenteam auch verloren, ne? Dann ab 2026. Ja, habe ich ja gesagt. Aston Martin Genau. geht dazu 26 zu Honda. Genau. Die kriegen Mercedes-Motoren. Das heißt, sie würden praktisch, was die Logistik betrifft, nichts Neues machen müssen, sondern dann liefern sie halt ihre neuen Motoren nicht an Aston Martin, sondern an Alpine. Also das würde funktionieren. Und ja, warum soll Mercedes auch kein Interesse daran haben? Das könnte ja auch auf höchster Ebene bestimmt werden. Es gab auch früher schon gemeinsame Plattformen von Renault und Daimler. Also die haben schon eine Art Zusammenarbeit. Also die Idee finde ich interessant und gut. Da können wir mal gespannt sein. Ja, Ralf, dann danke für deine Zeit. Ich glaube, wir haben alle Themen soweit durch und melden uns dann morgen nach dem Training wieder. Und da könnt ihr dann auch wieder fleißig in den Kommentaren mitkommentieren zu den verschiedenen Themen. Und wir melden uns dann morgen wieder. Bis dahin. Alles klar. Tschüss.